Hi Leute, hier ist eure Skyrisser zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir den Giftonparasiten Toxibara erledigt und jetzt sind wir auf dem Weg, die letzte Gleistafel zu holen. Reden wir natürlich nochmal mit Schiene. Wir haben die Schienen zum Meerestempel erneuert, Schiene. Dann fehlt uns jetzt nur noch ein letzter Tempel und ihr habt dieses eklige Vieh Toxibara niedergestreckt. Bah! Naja, nur noch ein Gegner, dann könnt ihr bis zum Altar des Dämonenkönigs vorbringen. Ist der letzte Tempel wieder in einem anderen Teil des Landes? Ja, der nächste Tempel ist in einem feurigen Berg. Aber ihr braucht eh zuerst wieder die Gleistafel, um den Weg zum Tempel zu öffnen. Daher halte ich mich bedeckt. Na gut, dann finden wir sie. Komm, Link. Ja, dann würde ich mal sagen, auf in den Turm der Götter und eine Gleistafel holen. Hoffentlich wird das nicht noch schwerer. Obwohl, bislang war der Turm der Götter ja ganz in Ordnung. Der letzte Dungeon war auch in Ordnung. Ich denke, dass ich das schaukeln werde. Und ich denke, ich werde aber bestimmt, wenn ich die Gleistafel dann jetzt habe, erst einmal gucken, wo ich noch Kaninchen, Forstkristalle und solche Scherze finde. Und vor allen Dingen Herzcontainer, weil auch wenn ich jetzt 8 Stück habe, ich habe irgendwie ein bisschen Panik. Und oh, ist der Turm der Götter groß. Naja, jedenfalls... Oh, hier ist schon das Ende. Nee, weil ich habe einfach Angst. Das klingt alles schon so nach Ende, obwohl... Könnte ja noch was kommen. Trotzdem, ich will ein paar Herzen und deswegen werde ich dann erst einmal nach Herzcontainern und entsprechenden Belohnungen etc. suchen. Ein neuer Raum. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas auf uns wartet. Ich meine, guck mal auf die Karte. Aber wir sind ja jetzt ans Kämpfen gewöhnt. Daher schaffen wir das, oder? Klar. Du sagst es. Sieh dich nur an, du bist ein richtiger Kämpfer geworden. Okay, wenn ich so ein großer Kämpfer bin, dann sollte ich mal losgehen. Ah, was ist denn das? Nicht vor mir, nicht vor mir, nicht vor mir! Scheiße. Okay, diese Dinger sind böse. So, ab in die Sicherheitszone. Und mir dann nochmal Herzen sichern. Aber, what the fuck? Was sind das für Viecher? Na gut, dann werde ich mich wohl... auf die Lauer legen müssen und die mit dem Bumerang erstmal legen müssen oder sowas in der Art. Ich meine, das erscheint mir jetzt am sichersten, weil die Peitsche ist einfach zu kurz für sowas. Na toll, ganz knapp vorbei. Aber wenn sie mich sieht, wenn mich das Ding sieht, dann... Na gut, dann gehe ich mal lieber weg. Mist. Aber wie töte ich das Ding? Oh, shit. Okay, wir warten jetzt erst einmal ab, bis das blöde Phantom weg ist. Und dann muss ich erst mal gucken. Also wir brauchen wieder unsere Lichttropfen. Wir haben einmal da rechts eines und dann noch links oben. Und das dritte ist dann vermutlich in der nächsten Etage. Heißt, wir sollten dann mal in diese Richtung gehen. Versuchen uns nicht vom Phantom. Oh! Fackel! Dann machen wir das noch schnell. Ist zwar jetzt gerade ein bisschen Kamikaze-Style, aber das sollten wir schaffen oder auch nicht. Na gut, gehen wir erstmal weg und holen uns den ersten Lichttropfen. Jawoll. Miep! Oh, das war gerade richtig dumm. Das war gerade so dumm. Oh Gott. Das war gerade absolute Dummheit von mir. Aber wie nennt man bloß diese Dinger, diese kleinen Sensorviecher, die so ein bisschen aussehen wie Pinnnadeln, würde ich sagen. So, weg da, weg da, weg da. Okay, hier haben wir eine Fackel. Das heißt, wir müssen diese Fackel auch anzünden. Oder... Was ist das? Das war sogar gut. Okay, dann verstecken wir uns jetzt vor dem Phantom wieder. Oder nee, wir gehen da mal hoch. Und ja, da ist das Phantom. Und weg da und Bumerang uns dann... Oh, jetzt habe ich das Phantom damit erwischt.
Aber ich haue erstmal das Teil und das macht dort hinten am anderen Ende was auf. Ach du heilige Scheiße. Okay, und jetzt hau ich. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, wenn ich die Dinger ausschalte, ist das gut. Das könnte mir eine ganze Menge an Problemen ersparen. Na gut, dann jetzt erst einmal hier die Truhe. Und ein kleiner Schlüssel, okay. Ja, ich kann ihn nur einmal verwenden. Das bedeutet, ich behalte ihn erstmal. Was ist hier oben? Ist hier oben auch eine Truhe? Und oh, okay. Hier brauche ich die Peitsche. Tun wir es mal hier rein. Was denn? Und oh Gott, da kommt dieses Viech. Ob mich das Viech sehen kann? Ich hoffe, das Viech kann mich dann nicht sehen. Ich glaube, das war ein bisschen zu nah dran. Ich stelle mich mal hier hin und dann nach dort und dann nach hier. Sag mal. So. Geht doch. Und okay, da war eine Kiste. Und ich glaube, ich lasse es lieber, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte was Schlimmes passieren, wenn ich das mache. So, die Tür lasse ich jetzt auch mal. Und was ist denn überhaupt? So, ich denke, ich muss erstmal das Ding beiseite schaffen. Und ja, ich denke gerade sehr, sehr logisch. Wow. Ich bin ganz erstaunt von mir. Das war gerade fies. Und okay, das habe ich gerade nämlich nicht gesehen. Ich habe nochmal auf die Karte geschaut, dass ich Peitschenbäume. Ich glaube, ich spiele mal Tarzan. Aber was ist, wenn mich die Dinger hier oben sehen? Dann wird das Phantom sofort herkommen. Okay, ich bin nicht nah genug dran. Okay, das ist scheiße. Okay, es hat mich erwischt. Alles klar. Merken, ich muss mir vorher die Augen beiseite schaffen. Gut, dass ich das jetzt weiß. Besser spät als nie. Gut. Dann rüste ich mal den Boomerang aus. Das war eigentlich bislang der beste Weg, die Dinger auszuschalten. Dann fliege ich mal gleich nach da oben. Und dann schlage ich erstmal das kleine Ding tot, wenn es hier lang kommt. So. Ein Herz weg. Dann nehme ich jetzt am besten die Peitsche und versuche mich nochmal an der Stelle. Könnte nur zu meinem Besten sein. So, Boomerang. Okay, Boomerang ist scheiße. Boomerang ist absolut scheiße. Sofern ich das Ding mal erwische. So, gleich, wenn es wiederkommt. Dann lasse ich los und dann... Jetzt! Irgendwo muss es doch erwischt werden. Das ist doch wohl zum... Das ist doch zum Heulen. Das kann doch nicht... Na gut, dann gehe ich erstmal runter. Dann mache ich das von unten. Dann muss ich es halt nur in... vermutlich überbleibender Zeit schaffen, das wieder da oben hinzuschaffen. Weil ich vermute, die Dinger kommen wieder. Das wäre jetzt wirklich meine Vermutung, dass die auch wiederkommen können. Oh Gott, nein. Okay, dann fliege ich jetzt mal in die Sicherheitszone. Lustig mit den Scheißteilen. Na toll. Halten wir fest. Ja, halten wir fest. Ich bin total bescheuert. Bitte, bitte festhalten. Irgendwo, scheißegal wo, ich bin bescheuert. Skald Arissa ist bescheuert. Ja, Skald Arissa ist richtig bescheuert. Ich hasse Phantome. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Sie sind Mistviecher. Sie sind absolute, böse, gemeine Hundsviecher.
Und entschuldigt, ich hatte gerade was gesehen auf meinem Handy. Deswegen muss ich ganz kurz nachgucken, weil ich momentan eine wichtige Nachricht erwarte. Eine sehr, sehr wichtige. Hat mit der Schule zu tun, deswegen tut mir leid, weil meine Zeit ist momentan sehr rar gesät. Deswegen muss ich da manchmal drauf gucken. Und ja, es geht dabei um die Absprache für eine Lerngruppe. Ich weiß, klingt blöd, ist es auch. So. Na gut, dann hoffen wir, dass wir das Teil jetzt erwischen. Sag mal, bin ich total bescheuert? Mami. Ja klar, ihr könnt mich alle. Ihr könnt mich alle so richtig. Das wird doch nie was. So. So. Würde ich mal sagen, versuchen wir es nochmal. Wir versuchen einfach allen Dingern auszuweichen, denen es auszuweichen geht. Auf dass die mich nicht erwischen. Ich meine, die irgendwie entfernen kriege ich ja nicht hin. Oder? Ich sollte mich ganz schnell rüberschwingen. Bevor es mich entdeckt. Mami. Das war doch komm! Nein! Oh Gott, ich dachte, ich schaff's. Ich dachte, ich schaff's noch. Die ärgern mich alle. Die sind böse. Die sind alle böse. Phantome wie diese. Sind diese Piepviecher da. Ihr seid doof. Ihr gehört ausgepeitscht. Bah! Ja, ich quänge jetzt rum. Ich gerade Bock zu quengeln habe. Ich mach, was ich will. So. Mit der Peitsche kann man sie auch töten. Okay, das sollte ich mir merken. Peitsche tötet die Viecher auch. Ja, er schlägt mich sofort. Wunderbar. Ich versuche das jetzt weiter, bis ich wenigstens noch einen Lichttropfen habe. Pech jetzt. Apropos, was ist eigentlich da vorne? Was? Wieso ist meine Peitsche nicht lang genug dafür? Hä? Wie soll man denn da hinkommen? Ist ja total bescheuert. So. Anlocken, auspeitschen, kaputt peitschen. Phantom ärgern, ja, ich klau dir den Schild. Ach, scheiße, klappt nicht. Na gut, steck mir die Peitsche weg. So, die Rubine schnapp ich mir auch mal. Das hat ja sogar geklappt. Cool. Na gut. Das war jetzt nur so eine Vermutung, dass ich damit Turbine erreiche, aber. Was das klappt, ist auch cool. Ich glaube, ich schaffe das nie. Ich schaffe das nie, dieses Ding zu töten. Ich schaffe es nie, den zweiten Lichttropfen zu bekommen. I'm doomed. Spaß. So. Ich wünschte, das würde immer so einfach gehen.
und auch öfter lohnender bleiben. Na gut. Och, Menno. Och, Menno. Tausendfaches Menno. Menno, Menno, Menno. Phantome trollen mich. Aber ich hab das Ding getötet. Vielleicht habe ich ja doch noch mal eine Chance. Okay, ich stunne es und verschwinde. Ich stunne es und verschwinde ganz schnell. Och nö. Es ist wieder da. Trollen ist kein Ausdruck. Trollen ist die einzig wahre Wahrheit, die hinter diesem Bullshit steckt. Da waren Bomben, oder? So eine Gemeinheit, da waren Bomben. Oh, da ist eine Wand. Da ist ein Abgrund. Link kann nicht mehr um eine Kurve gehen. Link ist ein Kurvenhasser. Oh, das klingt gerade sehr böse. Autsch. Nein, es ist wieder da. Na gut, ich muss mich einfach an den Dingern vorbeischleichen. Wie wäre das? Denn solange ich mich nicht rumpeitsche, scheine ich ja alles richtig zu machen. Okay, oder auch nicht, aber hier bin ich sicher. Na gut, ich würde sagen, zweiter Lichttropfen. Juhu. Ich rüste mal die Peitsche aus und wenn das Ding kommt, töte ich es. Obwohl, ich bin blöd. Ich gehe einfach. Wenn mich das Phantom erwischt, schickt es mich eh nur zum Anfang zurück. Und da ich eh nach dem dritten Lichttropfen suchen muss, ist es scheißegal, was ich jetzt mache. Solange ich nicht rausgehe, habe ich die beiden sicher. Obwohl, vielleicht habe ich die beiden auch sicher, wenn ich nicht rausgehe. Das weiß ich nicht. Aber das Phantom kann eh nicht über Abgründe springen. Daher kann's mich. Haha, Phantom, du kannst mich. Haha. Na schön, das war ein kurzes Intermezzo mit dir. Würde ich sagen, ich bin total bescheuert. Mal wieder. Ja, ich bin wirklich nur noch bescheuert. Wirklich so tausendprozentig. Na gut, dann. Ich bin noch bescheuerter, als ich dachte. Na gut, dann werde ich hier erstmal rumcampen. Obwohl, ich bin perfide und böse. Wir ärgern jetzt. Ich bin perfide und böse. Wir hauen jetzt das Phantom mit der Peitsche. Okay, Spaß beiseite. Geh weiter, Phantomchen. Och, Menno. Musst du jetzt zum Anfang gehen? Guter Trick, um dich zu ärgern. Na schön, dann würde ich mal sagen. Was mache ich jetzt als nächstes? Ich sollte mal versuchen, irgendein Ende dieses Flusses zu erreichen. Weshalb hier runtergehen doof war, denn ich glaube, ich muss hier hoch. Ich versuch's mal hier oben. Ist jetzt nur so eine Vermutung, dass wir hier mal hoch müssen. Okay. Sieht recht interessant aus, diese Konstruktion. Ich sollte nicht zu nah rangehen und wieder den Boomerang benutzen. Und ja, ich gewöhne mir jetzt an, die Gegner öfter zu stunnen. Ich glaube, das ist einfach besser für mich. Je weniger ich direkt vor mir habe, desto besser. So, dann hoffen wir mal auf ein paar Herzen. Wir haben natürlich ein paar Herzen. Gut, 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 gut.
würde ich mal sagen, da da oben der Lichttropfen ist, müssen wir da auch irgendwie hoch. Und jetzt... Jawoll! Gut, dann haben wir das jetzt schon mal geschafft. Und da ist das Phantom. Das Phantom wird nicht weggehen. Also versuche ich mal aus seinem Schuss rauszubleiben und versuch's mal dahin zu locken. Das klappt nicht. Na schön, wie wär's denn dann mit der Wand da vorne? Es hat mich entdeckt. Scheiße. Wohl, nein, ich bin total blöd. Was mache ich denn für einen Mist? Ja, Phantomchen, erwisch mich. Phantomi, erwisch mich. Du bist gemein. Ich habe jetzt verstanden, was ich zu tun habe. Ich habe jetzt absolut verstanden, was ich zu tun habe. Ich muss das Ding weglocken, mich vorbeischleichen, in der Sicherheitszone verstecken. Den dritten Lichttropfen nehmen und dann gleich von hinten angreifen und Zelda holen. Das ist perfide, aber das ist besser zu erkennen als das Rätsel am Meeresschrein. Ich bleib dabei. Das ist viel einfacher als alles, was am Meeresschrein war. Das konnte ich am Anfang einfach gar nicht sehen. Und ja, ich rege mich immer noch über diesen Fail auf, weil ich dann nachgucken musste, was los war. Das war so scheiße von mir. Okay, wir machen es jetzt einfach mit Abwarten. So, halten, 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 los! Ja! Klasse! Stimmt! Oh Gott, was mache ich? Ich muss hier runter. Ich muss hier unten bleiben. Und am besten wirklich nahe an der Ecke bleiben, damit das Phantom wirklich nach da hinten rennt. Nicht mir hinterher. Okay, es ist mir hinterher gerannt. Es ist... Oh Gott, ich bin so... Moment, das ist da hinten gesichert. Ach du Scheiße. Puh. Na, da darf ich jetzt überlegen. Da darf ich jetzt richtig überlegen. Das wird lustig. Aber ich denke mal, das werde ich dann im nächsten Part tun. Bis dann, Leute. Bye, bye.